Yes, willkommen zum heutigen Tag. Wir haben einfach schon, keine Ahnung, 14, 15 Uhr. Wir sind gerade an einer lauten Straße auf dem Weg nach etwas Essbarem. Ey, Adi, nicht darüber, wir wollen nur hier rüber. Wir wollen nämlich da hinten hin zu In-N-Out Burgers. Das wurde uns die ganze Zeit empfohlen. Jetzt haben wir es einfach mal so. Felix und ich sind im Fahrerlook. Ja, take it easy. Wir taken it easy. Wir sind eigentlich gar nicht so sehr am easy taken, weil ich hatte mein Handy kaputt und wir waren da hinten schon bei Best Buy, so das blaue Schild, so ganz leicht kann man sehen, so aus dem Mediamarkt, und wollten da schon ein Handy kaufen, aber die haben einfach nicht das, was ich möchte, und wenn, dann zu teuer, und das ist schon so übertrieben, sich ein Handy zu kaufen, dann wenn ich keins habe. Heute Morgen habe ich einfach mit um 12 Uhr aufgewacht, weil ich auch keinen Wecker habe. Und alle waren weg und ich dachte, scheiße, wir sind im Disneyland, aber wir machen das Ende morgen. Voll kompliziert alles. Dann kann ich nichts für euch posten, das ist alles schon. Adi ist einfach. Was macht Adi da? Adi ist ganz allein. Allein, allein. Nein. Und go! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Adi schreit. Oh nein. Das war nicht Adi. Achso, Faggot? Ich dachte, das hat Adi geschrien. Aber nein, Adi ist ein ganz lieber, der ganz alleine da steht. So, und wir überlegen noch, was wir heute machen. Wahrscheinlich gehen wir morgen ins Disneyland. Und heute. Yo, Disneyland Vlog auf Adis Kanal dann. Rudis oder nicht? Werbung für Adi. Auf Rudis oder auf Adis Kanal? Nee, ich habe ja einen Reiseblog beim Universal City. Okay. Adi macht einen bei Disneyland. Aha. Und der ganze Rest kommt auf Rudis. Jetzt machst du schamlos Werbung bei Felix. Check die Beschreibung. Guck unsere Videos nicht an. Check die Beschreibung, check die Beschreibung. Alter, ich bin die ganze Zeit auch nur am Haare machen. So. Tut mir auch voll leid, ey. Aber, danke. Ich brauche so ein Bandana, glaube ich. Damit das hier alles ordentlich funktioniert. Ja. Weil das ist ja, glaube ich, das ist schon, glaube ich, cool. Ne, Leute, wir gehen jetzt erstmal was essen und dann keine Ahnung, was wir heute machen. Vielleicht kaufen wir noch ein Handy, vielleicht auch nicht. Seht ihr dann ja auf Instagram und Twitter. Ja? Link in der Beschreibung. Jetzt mache ich auch Werbung. Ne? 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 So, Leute, wir sind jetzt hier bei In-N-Out Burgers und das Ding schmeckt echt geil. Und das kostet einfach nur $3 oder so. Und diese normalen Dinge, die du hast, sogar unter $2, glaube ich. So richtig günstige Dinge, aber dafür schmecken die richtig hammerlecker. Ja. Pommes sind okay. Ist halt ein Fastfood-Laden. Ja. Aber die haben halt echt nur, die haben halt nur Burger, entweder mit Zwiebeln oder mit Doppelfleisch oder mit Käse und French Fries. Sonst haben die hier nichts zu essen und dafür können sie halt günstige Preise machen. Schmeckt geil. Kann man empfehlen, wenn man mal in den USA ist. Vor allen Dingen für Simon wäre es auch richtig geil, hier zu essen, glaube ich. Ohne bei der Auswahl an vegetarischen oder veganen. Das ist mir gerade mal aufgefallen. Wenn man hier Vegetarier ist oder Veganer, noch schlimmer, kann man gar nichts essen. Das ist echt der Wahnsinn. Hier wird so oft Vegetarier geschissen, das ist unglaublich. Und selbst wenn du dann irgendwas Vegetarisches findest, überall sind 8 Zentner Käse drauf. Man kann hier nicht vegan essen, glaube ich. Ich glaube, das ist verboten hier. Ich glaube auch. Tschüss. Leute, wir wollen Wasserpistolen kaufen. Für die zweite Woche, die wir noch hier sind, weil wir da viel am Strand sein werden. Das wird schon witzig. Also, so erklärend, Leute. Die Sache ist, okay. Was für Wasserpistolen nehmen wir uns jetzt? Hier sind halt viele verschiedene schöne mit so heißen Jungs drauf, die rumschießen. Aber der Kerl hier vorne, der so ein bisschen aussieht wie Zac Efron, hat halt einen. Ist es Zac Efron? Nein. Ja, die so 3 Strahlen schießen kann. Gleichzeitig? Ja. Und Alter. Ich mein, lass sie holen. Ist mir jetzt egal, was ihr sagt. Man spart 25% heute. 3 Strahlen sind halt besser als einer. Auch besser als 2? Ja. Aber nicht vielleicht, besser als 4. Aber vielleicht sind die halt, schießen halt viel krasser. Vielleicht schießen die ja viel krasser. Ich muss ja berechnen. Extreme cold, Alter. Kann man Eiswürfel reintun. Muss da Eiswürfel reintun, dann wird. Ja, aber du musst das immer praktisch bedenken. Das mag cool sein, aber wir haben halt keine Eiswürfel. Ja, das war auch. Nein, pass auf. Ja. Mit cool meinte ich natürlich, dass es dann kalt ist. Ja, keine Ahnung, also den mit den 3 Dingern müssen wir auf jeden Fall. Ja, der Bruder wird eingepackt. Aber wir brauchen. Wir haben auch extra, wir haben auch extra schon den großen Einkaufswagen genommen. Ah, Leute. Ja? Ihr müsst doch mal, ich meine Leute, die Zuschauer. Leute, ihr müsst euch mal eben reinziehen, wie billig das hier ist. Dieses Riesengerät, ja, in dieser fetten Packung kostet $25. Und das ist noch im Sale. Das ist noch und das Dollar. Ist am Sale, da kommt noch mal drunter. Noch im Sale, save 25%. Und dann halt auch noch in Euro erstmal umrechnen. Das ist so unendlich billig hier. So Spielzeuge sind so krass billig, das ist unglaublich. Wir brauchen mehr. Ich kaufe jetzt den ganzen Laden leer, glaube ich, Alter. Okay, dann würde ich mal sagen,
Auf geht's. Hier unten sind welche. Der hier ist auch cool. Der ist halt richtig groß. Und der hat drei verschiedene Modi zum Kaufen immerhin. Zum Schießen. Der hier. Da ist auch der Junge drauf. Der ist halt auch echt gut. Wie teuer ist der? Und der ist billiger sogar noch. Ach nee. Ey, das ist ja ultra krass hier. Das nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir schon zwei. Aber echt zwei davon? Nee, vielleicht finden wir noch einen anderen. Eben, also lieber verschiedene. Gibt es denn nur hier welche oder kann man noch mal woanders hinfahren und dann gucken, ob hier woanders noch welche sind? Das wäre vielleicht die Frage. Aber ich glaube hier nicht. Nee, keine Wasserpistolen. Und ein Mitarbeiter darf man nicht fahren, bestimmt nicht. Oh mein Gott, Scheiße, weg. Hallo. Was soll ich hier? Wenn wir jetzt nicht noch eine gute Knarre finden, lass einfach die zwei Pistolen mitnehmen. Das finde ich auch geil, so kleine Dinge. Aber wir brauchen alle drei, brauchen so richtig fette, weißt du? Was macht er jetzt? Na, zeig mal die. Ach, und der hat dann halt so zwei, so zack, zack, zack. Einer davon hat das auch richtig cool, Mann. Ja, okay, einpacken. Yeah! Mein Pennyboard! Wir geben hier jetzt viel zu viel Geld aus, aber verhältnismäßig richtig wenig. Jo, Leute! Tadelart, ich hab's gefunden! Kommt her! Ich hab's gefunden! Hier sind Hubschrauber! Ja! Da! Die fliegen auch! Junge! Hol den, der ist abgefahren. Das ist Jetpack Man. Guck mal, wie der so aus Styropor ist. Wir können uns nicht entscheiden zwischen Jetpack Man und unserer Drohne hier. Was aber? Aber die Drohne kann halt auf Knopfdruck, auf Knopfdruck Flips, Barrel Rolls und 180 Grad Flips. Aber das ist einfach ein Jetpack Man. Ja, das ist schon ein bisschen uncooler Typ. Wieso? Das ist aber ein Jetpack Man. Ja, und Jetpacks sind cool. Ist aus Styropor, Alter. Ja, aber das sieht echt nicht so cool aus. Aber Alter, wer fliegt denn einfach so ein Jetpack Man durch die Gegend? Ja, das stimmt schon, ne? Hadi, wir können uns nicht entscheiden zwischen einer Drohne und einem Jetpack, man. Pass auf, du denkst jetzt, das ist wahrscheinlich viel cooler, weil der halt mit seinem Jetpack rumfliegt, so, ne? Mhm. Aber guck dir das an, Alter. Der ist halt ganz klar ferngesteuert, kann rumfliegen und man kann mit Knopfdruck Stunts machen, Alter. Da macht der Baron Roll und so, Alter. Das ist der Hit. Was haben wir, den Jetpack Hero? Jetpack Hero hat sowas halt nicht drauf, aber dafür ist er halt ein Hero. Ja, Jetpack Hero ist auch schon geil. Ich finde auch, guck mal, wie der hier aussieht allein. Schon wieder so fliegt so. Und dann kämpfen die. Wow. Weißt, wir nehmen beides mit. Die Drohne. Ja! Weißt du, wir klemmen so auf die Drohne so die Hotelkarte. Ja. Und dann denkt der böse Drohnenbösewicht so, Alter, ich klau die Karte. Aber dann kommt der Jetpack Hero dahergeflogen. Dann rammt die Drohne, dann geht beides kaputt und wir haben nichts mehr. Wir gehen einfach $1000 gleich ausspielen, einmal damit zu Hause und haben keinen Bock mehr auf alles. Lass beides mitnehmen. Beides mitnehmen. Okay. Alles rein in den Korb, rein damit. Aber das ist cool. Oh, ich fühle mich wie bei dieser Show. Kennt ihr diese Show im Fernsehen, die es früher gab, wo die Leute durch den Toys R Us fahren durften und alles voll gemacht haben? Oh, das sind Kindheitsträume, die hier wahr werden. Viel zu viel Geld. Hallo. Oh Junge. Okay, ich hör auf. Ihr habt die Kamera! Jetzt, sorry. Entschuldigt. Ja, weil du die Kamera rausmachst. Das so, Leute, wir gehen jetzt. Oh mein Gott, nicht da rein. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Spaß haben mit dem Zeug am Pool. Und dann kommt die Kamera nicht mit, weil wir wollen einfach nur Spaß haben ohne Kamera.
verzeiht uns das. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ohne euch. Und wir werden ohne euch Spaß haben. Tschüss.